Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, dieser Dreh ist nur mit einer Sondergenehmigung der Polizei möglich. Ich stehe vor einer jüdischen Synagoge hier mitten in Hamburg. Genau hier, mitten unter uns, wurde vor einem Monat ein jüdischer Mitbürger mit Kippa zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die traurige Wahrheit ist, der Holocaust, an den wir uns jetzt im November besonders erinnern, war trauriger Tiefpunkt, aber leider nicht das Ende der Verfolgung von Gottes auserwähltem Volk. In Jeremia 31 versprach Gott vor mehr als 2000 Jahren, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln. Und weiter verkündet Gott durch seinen Propheten im Monatsspruch November, sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Gottes Plan schreitet unaufhaltsam voran. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist der Staat Israel neu entstanden. Und Gott hat die Holocaust-Überlebenden aus Europa und Juden aus der ganzen Welt wieder zurückgeführt in das Land, das er ihnen damals gegeben hat, das es jetzt wieder gibt. Gott hält sich an seine Versprechungen. Genauso an seine Versprechungen, die er jedem Einzelnen von uns gegeben hat in seinem Wort. Und bis dahin ruft uns Gott auf, nicht wie viele unserer Vorfahren Israel zu verfolgen, sondern es zu segnen. So wie er zu Abraham versprochen hat, ich will segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Wie herrlich ist Gottes Vorsehung, die Israel und uns Christen Hoffnung schenkt. Gott erbarmt sich Israels. Nicht, weil Israel immer treu war, sondern weil Gott treu ist. Und das Gleiche gilt auch für uns. Sind wir untreu, ist unser Gott doch treu. Unser Gott, der durch Jeremia spricht, sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.